ist schon wieder so beschissen kalt. Ich verstehe schon, warum die Leute hier trainieren für Antarktis. Eisregen, oder? Schaut euch das an. Es ist scheiße. Eisregen. Es ist kalt. Ja, Eisregen. Es ist schrecklich. Warum tut ein Mensch sich sowas an? Ich muss seit Stunden pinkeln. Ich möchte aber nicht mit dieser nassen, kalten Hand in meine Hose reinlangen. Ich lasse es einfach laufen. Das wird das Beste sein. Scheiße ist es. Dreckige Scheiße.
Nachmittag ist Bühl gegangen und jetzt geht es so richtig los. Eisregen, oder? Schaut euch das an. Es ist scheiße. Eisregen. Es ist kalt. Ja, Eisregen. Sehr nass. Ich hoffe, du hast nicht nur vier Hemden dabei, sondern auch vier Hosen. Unterhosen. Beispiel. Regenpause, da haben wir dann das Zelt aufgebaut. Ungefähr 2 Stunden vom Auto entfernt oder so. Oder? Könnt hinkommen. Ja. Hier, der PC ist immer live dabei. Der passt auf, dass ich gut schlafe hier. Was ist jetzt mit dem Milchpulver? Ja. Jetzt ist ordentlich aufgelöst. Thank you.
Also das zweite Mal, dass wir das Zelt abbauen. Also die zweite Nacht in der Winter haben wir überstanden. Ja, das Wetter sieht wieder ganz gut aus. Wir konnten immerhin das Zelt im Trockenen zusammenbauen, aber jetzt fängt schon wieder das Schiffen an. Ja, das macht richtig Spaß. Also dann. Da ist noch ein Vogel im Wasser. So, man glaubt es kaum, blauer Himmel. Und von da, wo Wetter herkommt, Düsternis. So, grüß Gott. Wir sind jetzt eine Stunde gelaufen ungefähr und zum ersten Mal glauben wir, den Harteigen zu sehen, wo wir noch ungefähr 3 Stunden hinlaufen werden. Das Wetter nicht so gut. Es ist schon wieder so beschissen kalt.
Ich verstehe schon, warum die Leute hier trainieren für Antarktis. Hier über dieses Schneefeld muss der Jan jetzt gehen. Wenn er runterfällt, schwupps, drin liegt er im See. Das stresst ihn bestimmt. Scheiße. Unterwegs auf dem Weg von Lipgloss Richtung Harteigen. Ich schätze noch eine Stunde, dann können wir uns einen Zeltplatz suchen. Das Wetter ist furchtbar. Es ist eine Herausforderung für Mensch und Material, vor allem für die Psyche. Da fragt man sich mal wieder, warum tut man sich diesen Scheiß an? Ich könnte auch zu Hause bei meinem Spätzlein sitzen. Stattdessen laufe ich stundenlang durch den Regen oder gehe ins bröselige Karwendel. Es ist schrecklich. Warum tut ein Mensch sich sowas an? Ich muss seit Stunden pinkeln, möchte aber nicht mit dieser nassen, kalten Hand in meine Hose reinlangen. Ich lasse es einfach laufen. Das wird das Beste sein. Immerhin kommt der Harteigen näher. Mein Gott, sieht der bedrohlich aus von hier. Aufgehört seit ungefähr einer halben Stunde. Wir sind am Harteigen angekommen, haben das Zelt schnell aufgebaut. Man kann ein paar blaue Wolkenfetzen, Himmelsfetzen zwischen den Wolken sehen. Jetzt nutzen wir die Gelegenheit und schauen, dass wir schnell auf den Felsberg versuchen. Da geht's drauf. Geröllscheiß hochgehen. Ist mir lieber wie mit einem schweren Rucksack durch den Regen laufen. An diesen ungefähr 15.000 Schnüren hinauf, das ist die Schlüsselstelle sozusagen.
drei Tage durch den Regen gelaufen sind. Hart Eigen, es schifft wieder und es graupelt sogar. Fickwetter, hey. Viertel zwölf, wir verlassen jetzt den Harteigen. Es war schön, erstaunlicherweise sogar etwas Sonnenschein.
morgen. Ja, morgen. Das ist jetzt, ja, zusammengefressen hat er. Der, ich glaube, der fünfte Tag. Der Jan liegt noch im Bett, während ich schon am Packen bin. Der faule Hund. So sieht es im Vorzelt aus. Draußen. Es ist nicht schön, es geht ein arschkalter Wind. Mein bester Freund ist meine Regenjacke, die den Wind auch sehr gut abhält. Ich verstehe das nicht. Ich bin voll Litmus und vielleicht schaffen wir es heute bis zu den Automobil zurück. Den Spätzlein habe ich schon eingepackt. Den ist immer dabei, den habe ich immer dabei. Immerhin, es regnet nicht. Ja, und hier wohnen wir gerade. An diesem Fluss. Ja, wunderbar. Wir gehen jetzt gerade an Litlos vorbei. Da hinten. Und bis über diesen reißenden Fluss. Es wird schwierig. Ah ne, doch nicht, da ist eine Brücke. Was für ein Glück. Also da sind wir auch gerade drüber gegangen. Eigentlich wollte ich den Jan filmen, wie er das macht. Gott. Der Jan und ich haben uns vor ungefähr einer Stunde getrennt. Das ist ganz cool für die letzten paar Meter zum Auto zurück, dass jeder nochmal sein Tempo gehen kann und vor allem ein bisschen Zeit hat für sich. Selber alleine in dieser Landschaft. Das ist auch sehr gut. Ich bin jetzt kurz vorm Auto. Hier um mich herum bereits wieder Bäume. Die ersten Bäume seit 4 Tagen. Ziemlich lässig. Ich denke so 10, 15 Minuten müsste ich beim Auto sein. Und ich hoffe, der Jan kommt dann auch bald. Parkplatz passt. 5 Tage hart einmal wieder. Ja, gut. Also dann. Auf bald. Ja, das ist Sonntag, der 17. August 2014. Frühstück gerade. Thank you.
du vielleicht schaust, dann frisst du ihn zusammen. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen der Trolltonga mit seinem Todesfuß. Sehen Sie, wie er die Erde zum Bluten bringt.